Heute mache ich mir dir eine Focaccia mit Pfirsich. Da habe ich im Vorfeld schon mal aus den Zutaten einen Teig geknetet. Der durfte gut eine Stunde gehen, dann stretch and fold und dann ging er über Nacht in den Kühlschrank. Der kann 24 Stunden oder 48 Stunden im Kühlschrank sein. Dann kommt er raus und in der Zwischenzeit habe ich schon Olivenöl in meine Form verteilt. Das mache ich mit einem Pinsel. Das ist eine Form mit einem herausnehmbaren Boden. Ich denke, du kannst es auf der Seite erkennen. Das ist dann später super einfach. Da gibt es einen Trick, den verrate ich dir dann auch noch. So, alles in der Form verteilt. Der Teig durfte eine Stunde ruhen und jetzt kommt er in die Form hinein. Mit den geölten Händen, die haben also auch Olivenöl abbekommen, ziehe ich mir den Teig zurecht. Vorsicht, die Luftblasen, die drin sind, möchte ich auch drin behalten. Das greife ich unter den Teig und ziehe ihn mir etwas länglich. Wenn er richtig gut in die Form passt, darf er sich noch mal eine Stunde ruhen, damit er richtig gut sich entfalten kann. Aber vorher bekommt er noch Olivenöl, damit er oben nicht verhautet. Das ist ganz wichtig. Das soll auf gar keinen Fall passieren. Dann kannst du ihn abdecken, eine Stunde bei Zimmertemperatur ruhen lassen, dann entspannt er sich. In der Zwischenzeit schneide ich mit Pfirsich in einzelne Spalten. So sieht der Teig jetzt aus nach einer Stunde und du siehst, jetzt gehe ich mit den Fingern rein und mache die Vertiefungen, wie sie typisch sind für eine Focaccia. Das Öl kann dann in die Vertiefungen hinein, das gibt dann später das tolle Aroma. Die Pfirsichspalten richtig tief hineindrücken, damit der Teig den nicht hochdrückt, denn er hat jede Menge Triebkraft. So. Ich habe mir hier so ein Muster rausgewählt, das kannst du auch ganz individuell machen, so wie du es machen möchtest. Ich habe außerdem Oregano und Thymian ein bisschen klein geschnitten, das sind frische Kräuter, wenn du keine hast, gehen auch getrocknete. Die verteile ich darauf, auch etwas Salz. Mir war es ein bisschen zu wenig Öl, deswegen habe ich noch ein bisschen was nachgegeben. Da kann man nacharbeiten. Der Backofen ist auf 240 Grad vorgeheizt, also sprich fast Maximum bei mir. Und da hinein kommen sie jetzt für 15 Minuten. Und das siehst du, ich habe die Form auf ein Glas gestellt und du kannst ganz einfach den Rand herunterstreifen. Ist das nicht klasse? Du siehst, sie ist richtig knusprig geworden. Sie sieht super toll aus. Und jetzt schneide ich dir sie auf, denn der Anschnitt, den möchte ich euch auch noch zeigen. Der ist wie immer für euch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wenn du nachgemacht hast, dann verlink mich doch gerne. Ich schaue mir auch gerne an, wie deine geworden ist. Das Rezept zum Nachlesen findest du bei mir hier auf dem Blog. Den habe ich dir verlinkt unterhalb des Videos. Dort findest du auch nochmal die ganzen Mengenangaben. Na, sieht das nicht toll aus? Ist das nicht ein toller Anschnitt? Ist er nicht toll aufgegangen? Die kannst du jetzt so essen, wenn du möchtest. Oder du kannst natürlich auch noch, wie es viele Italiener gerne machen, noch belegen. Bei uns gibt es noch ein bisschen Parma obendrauf und noch ein paar Tomätchen. Also Bella Italia lässt grüßen und dann die fruchtige Pfirsiche da drin. Ich kann dir sagen, super, super lecker. Wie magst du deine Focaccia am liebsten? Schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Deine Silke von Rezepte Silkes Welt.